Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir sind auf der Millipol 2019 in Paris am Stand von Hartmann. Ich bin hier mit Rike und Rike hat hier die Israeli-Bandage 2.0, sage ich mal, so uns gerade kurz gezeigt und haben wir gesagt, komm, da machen wir schnell ein Video drüber, weil das echt interessant ist. Schaut es euch mal an. Die Rike wird es euch jetzt einmal kurz erklären. Hallo erstmal, sorry. Hallo. Erstmal die erste Frage, was ist das Tolle am Israeli Bandage? Na, wir haben alles in einem Paket, wir haben eine Bandage, wir haben eine Wundauflage und wir haben einen Verschluss. Genau. So. Was wir uns überlegt haben, wir haben lustigerweise aus dem zivilen Bereich sehr, sehr viele Anfragen über einen Druckverband bekommen. Wir arbeiten direkt schon seit über 80 Jahren mit der Schweizer Armee, haben einen Druckverband für die Schweizer Armee, ist aber noch nicht mal ansatzweise so wie das, was wir jetzt haben. Mhm. Die Anfrage kam, hey, könnt ihr etwas machen, was ähnlich ist wie das Israeli, wenn nicht sogar besser? Dann haben wir unser schönen Druckverband, ziviles Druckverbandpäckchen erfunden. Das heißt, man zieht es auf. Und die wesentlichen Unterschiede, die wir haben, im Gegensatz zum Israeli, es geht schon mal los, wir haben hier eine sogenannte Zetovit-Binde. Diese Zetovit-Binde ist ein super Absorbent, das heißt, sobald wirklich eine Schusswunde kommt, es saugt relativ schnell auf. Im Gegensatz zum Israeli-Bandage ist auch der ganze Wundauflage ist um einiges länger. Ja, ist doppelt so groß, ne? Genau. Auch da wieder mit der Hintergrund, man braucht ja auch ein bisschen mehr Fläche. Das, was wir immer wieder hören, ist, jetzt ist man in dieser Position, in dieser Situation, man ist angeschossen und man hat wahrscheinlich viel mehr zu tun, ist gestresst und weiß eigentlich nicht, was man machen sollte. Der erste Punkt, wir haben hier unsere eigene Schlinge, die man reinsetzen kann. Wir haben, sagen wir jetzt mal, hier sozusagen die Wunde. Wir setzen uns einmal drüber und jetzt kommt der große Unterschied. Das israelische Bandage läuft normal so, man weiß nicht ganz genau, wie viel Druck gibt man eigentlich auf dem Arm. Das heißt, wenn man Pech hat, dann drückt man sich den ganzen Arm ab und man hat dann zum Schluss gar nichts mehr. Das heißt, wir fangen hier an und können jetzt schon mal ziehen. Und du merkst, ich möchte jetzt nicht zu doll ziehen, sonst kippst du mir hier um. Du merkst jetzt schon, ich bin einiges gewohnt. Du hast einen gewissen Druck jetzt schon drauf. Den Verband drehen wir nochmal auf die andere Seite. Wir haben hier immer die Stopper, das ist genäht, damit wir nicht gleich den ganzen Verband in der Hand haben. Vollgas. So, hier auch nochmal wieder. Ich bin doch eine Frau, ich kann das nicht. Hier auch nochmal, wir ziehen nochmal und jetzt kommt eben dieser Unterschied. Der Druck ist genau da, wo er sein soll. Hier ist die Wunde, da ist sie. Für jeder Mann, auch für eine Frau, die keine Ahnung von den Dingern hat und blond ist, auch relativ einfach zu verstehen. Am Ende vollkommen simpel, wir drehen es einfach nur rum. Auch hier haben wir wieder einen Stopper, damit wir nicht den ganzen Verband gleichzeitig in der Hand halten. Und ganz am Ende auch wieder haben wir unseren sogenannten Closing Bar. Warum so riesig? Auch nochmal, man ist angeschossen, man hat andere Dinge zu tun, als mit so einem kleinen Teilchen das irgendwie versuchen zu schließen. Das heißt, wir können es einfach nur rumdrehen, wir machen es zu. Et voilà, fertig ist der Verband. Ja, super. Also das heißt, wir haben quasi schon nach der ersten oder zweiten Wicklung den Punkt, wo wir Druck aufbauen können in zwei Richtungen. Also und dann nochmal zusätzlich, wenn es nötig noch wäre, noch durch die zusätzlichen Wicklungen. Genau. Ja, sehr geil. Ja, Leute, genial. Sollen wir euch welche mitbringen? Ich sehe, hier ist eine ganze Kiste voll. Sehr gerne. In verschiedenen Größen erhältlich. Einfach bei uns melden. Wir freuen uns über jeden, der das gerne mal testen möchte. Wir sind momentan seit September erst auf dem Markt. Mhm. Und wollen einfach nur wissen, was genau finden die Leute daran cool, was können wir verbessern und je nachdem, ne, einfach mal anfragen. Ihr habt's gehört, mehr gibt's nicht zu sagen. Link zu Hartmann findet ihr unten und dann gebe ich zurück ins Funkhaus. Macht's gut, bis dann, bye bye. Ciao.